Ja, war heute in vielen Bereichen zu wenig von uns. Wir hatten eigentlich einen klaren Matchplan, haben uns sehr gut vorbereitet auf die Art und Weise, wie Eisenach Handball spielt. Haben in der Abwehr, ja, vor allem zu Beginn, es nicht geschafft, die Würfe zu erzwingen, die wir haben wollten. Haben da zu viele Durchbrüche durch die Mitte oder über die Halbposition bekommen. Es war allerdings nichts Überraschendes, was auch in der Deckung von Eisenach auf uns zukam. Da, finde ich, haben wir es eigentlich nicht schlecht gespielt. Es wirkt natürlich ab und zu ein bisschen zäh, aber das geht jeder Mannschaft so. Ich finde, wir erspielen uns aber genug gute Chancen und scheitern dann einfach viel zu oft, verwerfen auch wieder 7 Meter, verwerfen zweimal aufs leere Tor. Das kommt dann alles so ein bisschen zusammen und zusammen addiert ist es dann zu viel, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Ja, zunächst ist man es nicht jedes Spiel gewohnt. Das ist sicher was Ungewöhnliches. Und dann kommen wir einfach ganz oft aus dem, ja, man hat Schwierigkeiten aus der Bewegung ins 1 gegen 1 zu gehen. Muss ganz oft aus dem Stand ins 1 gegen 1 gehen. Natürlich unangenehm. Ich finde aber auch, dass es auch viele Räume bietet, die wir eigentlich heute auch zumindest in der Chancenkreierung gut genutzt haben, aber wie gesagt, scheitern dann zu oft an uns selbst und am Torhüter. Das kann man immer so oder so drehen. Wenn man nachher das Spiel gewinnt, dann ist es gut. Ansonsten vielleicht nicht. Ja, der ist der Rhythmus, der uns in den nächsten Wochen sowieso erwarten wird. Deshalb ist es, glaube ich, schon ganz okay, dass wir jetzt direkt ein Spiel haben. Natürlich ein ganz, ganz schwieriges Spiel für uns gegen bislang noch verlustpunktfreien Gegner. Wir haben auch in den letzten Jahren nicht so viele Punkte da geholt, muss man auch ehrlich sagen. Trotzdem werden wir uns wieder gut vorbereiten. Jetzt heute ein bisschen enttäuscht sein, nicht nur ein bisschen, sehr enttäuscht sein über unseren eigenen Auftritt. Danach werden wir uns berappeln und uns gut auf Berlin vorbereiten und dann alles versuchen, um dort 2 Punkte zu holen.